fast genauso aus. Also schön abgeteilt in einzelne abarbeitbare Abteilungen. Das ist gut. Die Handhaltung ist halt eben extrem unangenehm, weil ich ja die ganze Zeit auch diese Grenze einlegen muss. Aber tatsächlich ist hier nur noch ein Gebüsch. Ist das keins? Hallo? Doch ein Gebüsch, dann sei doch mal ehrlich. Glaubst du das wirklich? Okay. Da macht er das bestimmt nicht. Man weiß nie, wie man traut. Moment. Das weißt du doch gar nicht. Okay. Das sind nur Worte. Das sieht jetzt für mich eher problematisch aus. Ah, nee, doch nicht. Okay. So geht's jetzt. Ich glaube nicht, dass es sich ändern wird. Okay. Ich gebe es zu, ich war voreilig. Sind einfach nur Gebüsche mit sehr üblen. Mir hört sowieso niemand zu. Wo bitte genau? Da. Okay. Ah, gut, dann haben wir es doch geschafft. Gut, okay. Entschuldigung. Dann werden wir doch noch mal ein bisschen damit arbeiten müssen, weil die Gebüsche sind tatsächlich nicht wirklich übersichtsfördernd. Ich will keine Kiefer fällen. Ich fälle Kiefer nur, wenn sie entzündet sind. Hahaha. Entschuldigung für doof. Ach, das war ein Gebüsch. Ja, der hat jetzt wirklich ein Buschproblem. Das ist ein bisschen weniger rudimentär als sonst. Das überrascht mich nicht. Wow. Er hat mit den falschen Leuten zu tun. Ah, da. Obwohl es ein wahnsinniges Gebiet ist. Ich werde sehr hungrig. Dann ich habe doch eben was gekauft. Dann lass mich doch eine Grillwurst essen. Das war genau so, wie du gesagt hast.
wieder haben wir den Auftrag direkt dort, wo sie dieses Symbolzeug labern. Oh, ja, genau. Ich würde auch sagen, wenn ich nicht den... Habe ich gerade gefreut, dass es so dermaßen weitläufig mit Gras ist und dann merke ich plötzlich... Ja, da fehlte eine Taste. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen über Gebüsche kümmern. 19, 18, 17, 16. Ja, 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 ja. Das war's. Okay. Das war's. Nee, nicht zu weit, so. Ja, da waren ja doch noch welche am Mist. Ja. Oh, schön. Unter 300. Ich wüsste zu gerne, dass wenn ich irgendwann mal groß und berühmt genug bin, dass irgendjemand denkt, er müsste mich nachmachen. Also ich meine nicht nachmachen, sondern mir Dinge nachmachen, sondern persiflieren. Also eine Imitation. Ob das gut geht oder nicht. Kann man bei sich selbst ja gar nicht einschätzen. Man denkt ja, alles, was man macht, ist halbwegs normal. Ne? Ich hab meine eigene. Weil ich ja zwischendrin, wenn ich merke, ich bin zu still, sag, la. Na, darüber kann ich vielleicht lachen. Ich spiele ja auch sehr gerne Spiele, bei denen es zu Längen kommt. Na, die Bücher hier sind echt so dermaßen hartnäckig, weil nicht wirklich gut lokalisierbar. Wo bist du? Wo bist du? Ach, da. Ich habe doch eben noch furchtbar viele Bücher, die mich genervt haben. Weil das ist ja nicht mehr viel. Das war genauso, wie sie gesagt hatte. Das hätte ich ihr vorher sagen können. Hat sie ja auch. Ja, was nein? Ja, das ist so. Nimm's doch mal entgegen. 5. 4. Nein. 3. Null. Ah, gut. Dann. Ja. Ich fand jetzt das hier tatsächlich, obwohl es mit einer der größten war, mit auch einer der angenehmsten. Wenn es jetzt nicht noch haarig wird, ne, dass wir so ewig lang nach dem letzten Büschel suchen müssen. Unter 30. Das ist aber...
30. Nein, noch nicht. 10, 10, 10, 10, 10. Ah, hier. Zack. Eins. Zwei. Und mehr. Jawohl. Können wir den Krach ausmachen? Das sind nur Worte. Das sind nur Worte. Danke. Gut gemacht. Danke. Oh, ich bin Comedy Star. Community Star. Entschuldigung. So, mit euch habe ich ja geredet. Nee, die. Doch, mit dir könnte ich nochmal. Hallo. Willkommen, gut. Du machst mich so glücklich. Danke. Du bist auch nicht so übel. Ja, sehe ich auch so. Aber ich sehe dich gar nicht, du bist getarnt. Ja, die finden mich sympathisch. Und du? Auch schon? Hallo. Ja, nicht oh, so hallo, ganz mein Freund. Mein... Du siehst wunderschön. Oh, danke. Okay. Hallo. Willkommen. Ja. Drei. Irgendwelche... In letzter Zeit werden einige Schafe... Ja, ja. Bis später. So, okay. Ja, komm, fragen wir ihn auch. Ah, ne, mit der Feierauftraggeber. Hallo. Ich freue mich, dich... Irgendwelche neuen... Ich wünschte nur, unser Bürgermeister würde sich so sehr um uns kümmern, wie er sich um sein eigenes gieriges Ich kümmert. Gut. Auf Wiedersehen. Okay, jetzt ist ja schon wieder so viel Zeit vorbei. Gucken wir mal. Ja, dann, wie weit ist das? Das würde ich ja eigentlich ganz gerne heute noch machen, ne? Ach komm, das schaffen wir. Wir haben ja schon ganz andere Strecken. Und sagen wir mal so, er rennt wirklich ziemlich schnell. Und, na, das hat den Vorteil, dass wir auch noch unter Umständen irgendwas entdecken können, wie zum Beispiel Kraut. Es ist nicht viel Kraut, aber es ist Kraut. Ja, der kann sich nicht um alles kümmern. Naja, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte... Hast du aber. Oder? Hast du doch. Sei ehrlich. Nein, ich kaufe dieses Waldstück jetzt im Moment nicht. Da ist ja auch schon was abgeholzt und so. Da ist schon was abgeholzt, weil ich das. Pilze. 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 Kräuter. 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 Nein, Erdbeeren. Für Kräuter mache ich auch ein bisschen langsam, weil die sind wirklich echt wertvoll. So, wo ist denn jetzt der Herr? Ah doch, der ist weiterhin da, wo ich hin will. Okay, Pilze, Kräuter. Allein dafür lohnt sich's. Nicht, dass wir wieder so ein Schnellschaf haben. Das mir praktisch direkt auf den Schoß springt. Das ist immer, da haben wir schon. Ricardo. Caleb. Sag mal, du verlierst öfter Schafe, oder? Willst du mich verarschen? Hier. Hallo, gut dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe? Ja, ich kann mein... Ja, klar.
Sicher. Mhm. Das ist alles. Ah, das da ist näher. Yay! Das sah näher aus, meinte ich. Aber egal. Diese Schafmissionen sind für Kräuter einfach ideal. Und wir haben jetzt auch gleich zwei davon. Das ist super. Ja, ich weiß. Aber ich bin stärker als ihr. Pilze. Pilze. Ausschließlich Pilze. Weitere. Nein, keine Pilze. Was erzähle ich da? Ich wollte es gerade einfach nur weiter sagen, obwohl es ja gar nicht so war. Komisch. Mhm. Sag mal, erstmal links. Okay, da wissen wir schon mal, da war es der Nachtigall und nicht die Lerche. Aber nur Pilze. Hallo? Da ist die andere Nachtigall. Müssen wir jetzt wieder komplett zurück, ne? Ja, klar müssen wir. Ja, komm. Mhm. Schafe suchen liebe ich, weil es halt eben, wie gesagt, immer noch mal diesen Entdecker-Aspekt hat. Und... Ah, da ist es schon. Ja. Ist es bei den Kräutern? Nein, es ist bei den Pilzen. Schon wieder nur Kräuter. Gut. Nummer 1. Jo, wo muss ich hin? Dahin, und es ist nicht weit. Und finden wir dabei noch Kräuter? Ja, das deswegen, ne? Deswegen nennt man uns Deutsche auch Kraut. Was natürlich fairer Quatsch ist. Das ist wegen Sauerkraut. Und heutzutage. Also Kraut esse ich am häufigsten tatsächlich. Ja, im Kebab. Oh, ja, danke. Ich wollte das nicht abbrechen, aber ich war noch auf der Taste. Chili. Chili ist auch super. Okay, wo sind wir und wo müssen wir hin? Dahin, das ist... Wow. Dann schauen wir doch mal, haben wir da irgendwie eine Busalte in die Nähe? Wow, da. Mhm. Das bedeutet, nein. Wir... So. Ja, ja. Bushalte. Na, bist du ein Schaf? Entschuldigung. Tadam. Tadam. Ich habe meine eigene. Du hast deine, ich habe meine. Ah ja, genau. Wir gehen aber jetzt noch ganz kurz dahin.
Weil wer weiß, was wir hier haben. Vielleicht jemand, der Äpfel verkauft?